Es ist hart, nach so einem verlängerten Wochenende wieder motiviert an die Arbeit zu gehen. Der Dienstag heute ist ja gefühlt wie ein Montag normalerweise. Da hat man einfach keinen Bock. Warum war der gestrige Feiertag Tag der Arbeit? Für die meisten ist Tag der Arbeit jeden Tag. Wäre es dann nicht schlauer, so einen Feiertag Tag des Nichtstuns einzuführen? Der Chillax Day. Relax to the max. Aber das wollen die Leute nicht. Denn seit Sonntag wissen wir, dass zur deutschen Leitkultur auch der Leistungsgedanke gehört. So gesehen erfülle ich die deutsche Leitkultur nach Thomas de Maizière nicht. Es ist aber auch schwer. Ich will gern Leistung bringen, so als Familienvater, aber der deutsche Staat lässt mich nicht. Zum Beispiel das Elterngeld. Das zahlen sie ja nur für ein Jahr. Und was ist danach? Ich bin ja danach immer noch verantwortlich für meine Kinder. Aber nein, nur ein Jahr wird Elterngeld gezahlt. Und danach ist man dann nicht mehr Eltern, oder wie? Danach gibt es das Betreuungsgeld, falls du die Kinder nicht in die Kita steckst. Aber ich werde die noch mit Mitte 20 werde ich die noch betreuen, weil die nichts können. Die werden nichts können, weil ich ihnen nichts beibringe. Und dann, letzte Woche haben wir ein Schreiben bekommen von Zentrum Bayern Familie und Soziales. Denn im Schreiben stand drin, dass wir womöglich auch Anspruch auf Erziehungsgeld haben. Aber nur, wenn das Familieneinkommen nicht 25.000 Euro übersteigt. Das tut es bei uns. Und jetzt zahlt uns der bayerische Staat kein Erziehungsgeld. Kein Erziehungsgeld für die Familie Tabula. Und das ist dumm von denen, weil, ganz ehrlich, ich werde meine Töchter nicht erziehen. Sollen sie sehen, wie sie nachher mit denen fertig werden. Was für ein Rollenmodell der Papa ihnen vorlebt. So, scheiß auf Leistung. Genieße das Nichtstun. Mach dem bayerischen Staat und der Deutschen Republik richtig schön Freude. Ja, das Wetter war ja auch nicht toll. Also man konnte ja auch nicht viel machen. Doch am Sonntag war es ganz schön. Da wollte ich Fahrrad fahren, habe aber dann all die anderen Radler gesehen draußen und habe mich so richtig eingeschüchtert gefühlt, weil ich gar keine Funktionsjacke hatte, keine Funktionsradlerhose mit ja, akkurat sitzenden Nähten, die nicht im Schritt drücken und pipapo. Pipapo. Po-konform. Ja, da bin ich dann daheim geblieben und habe Netflix geschaut. Ich frage mich, wie hat das zum Beispiel ja bei Jesus und seinen Aposteln geklappt? Hieß es dann so: Petrus, kommst du mit auf Wanderschaft? Und Petrus so: Nein, ich kann nicht. Warum kannst du nicht, Petrus? Meine atmungsaktiven, schmutzabweisenden Funktionssandalen wurden noch nicht geliefert von Zalando. Ja, aber draußen ist so schönes Wetter. Was machst du denn dann heute? Netflix schauen. Better Call Saul. Modern Family. Oder House of Sandals. Ich muss auf Toilette. So, bin wieder zurück. Ich finde, Eltern sollten ihr Leben lang Schmerzensgeld bekommen. Schmerzensgeld für all das Geschrei und all diese endlosen Kämpfe und all die Neins, ich will nicht und die Warum, 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 Warum und all die nochmal, 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 komm, nochmal verstecken, nochmal verstecken, nochmal verstecken. Fettes Schmerzensgeld. Und eine lebenslange Rente wegen Erwerbsminderung. Und auf dem Behindertenparkplatz müssten wir auch parken dürfen, als Eltern. Und eine spanische Nanny. Das habe ich meiner Frau vorgeschlagen. Neulich am Frühstückstisch habe ich zu ihr gesagt, wir brauchen eine spanische Nanny. Und sie meinte so, du Schwein. Aber dabei war sie die Sau, weil sie hat sich unter einer spanischen Nanny irgendwie, ja, eine sexy Latina-Braut vorgestellt, während ich mir halt so eine gesettelte Mamacita vorgestellt habe. So eine kleine, kompakte mexikanische Mutti. Und dann haben wir uns beide zusammen den spanischen Kindererzieher von unserer großen Tochter vorgestellt. Ja, wie der halt unsere Nanny ist. Von uns allen. Der Großen, der Kleinen, der Mama, den Papa und der Katze. Buenos dias.
Bin ich da, um den Teppich zu reinigen? Und dann lassen wir ihn draußen den Garten vertikutieren. Am Tag der Arbeit lassen wir ihn arbeiten. Ja, das wär's.